Hilfe, ich denke zu viel nach. Was kann ich tun? Darum geht's in diesem Video. Viel Spaß. Servus ihr Lieben, Patrick hier wieder und in diesem Video geht es darum, was kannst du tun, wenn du zu viel nachdenkst? Dieses Video liegt mir persönlich sehr am Herzen und zwar in erster Linie deshalb, weil ich einer von denen bin, der sehr kognitiv unterwegs ist, der sehr viel im Kopf unterwegs ist und in den vergangenen Jahren, und ich bin da definitiv noch dabei, musste ich für mich Techniken entwickeln, wie es möglich ist, besser am Leben teilnehmen zu können und weniger die ganze Zeit im Kopf unterwegs zu sein. Und ich dachte immer, das ist halt so, ich bin halt ein Kopfmensch und das kann doch nicht sein, weil mein Kopf war in keiner Sekunde ruhig, egal was ich getan habe. Ob ich in der Diskothek war, ob ich am Abend, ob ich im Solarium war, egal wo. Der Punkt ist folgendes. Rein, jetzt fangen wir mal theoretisch an. In der Theorie ist es so, dass die Welt, die äußere Welt, der Makrokosmos, die objektive Realität, wie auch immer wir sie nennen wollen, die können wir erleben lediglich über unsere fünf Sinne: sehen, hören, schmecken, fühlen, riechen. Sonst nicht. Unser Denken ist keiner dieser Sinne. Wenn wir also die Realität erfahren wollen, dann machen wir das, indem wir nicht denken, nicht indem wir ausschließlich denken. Denn wenn je mehr wir denken, desto weniger erleben wir, desto weniger fühlen wir. Ihr kennt Menschen daran, die so sind, wenn ihr euch mit denen unterhaltet und ihr merkt während der Unterhaltung, okay, er ist wach, er ist aber nicht wirklich da. The lights are on, but nobody's home. Ihr merkt, wenn ich jetzt darüber nachdenke, denken würde, was ich gleich oder was ich heute Abend noch essen will und in dem Kopf die ganze Zeit mir Gedanken mache, ich würde dich aber angucken, dann würdest du merken, dass ich nicht wirklich da bin, ich wäre nicht wirklich präsent. Und abgesehen davon, dass das im Zwischenmenschlichen einen enormen Unterschied macht, ob du die ganze Zeit im Kopf unterwegs bist oder nicht, macht es auch einen enormen Unterschied in der Lebensqualität als solche. Denn die meiste Zeit, wenn du im Kopf unterwegs bist, bist du eben nicht in der Realität, sondern in einem virtuellen Konstrukt innerhalb deines Gehirns, den es auch ausschließlich da gibt. Viele Probleme können wir uns sparen, wenn wir aufhören, nur im Kopf unterwegs zu sein. Es gibt dieses wundervolle Zitat von Mark Twain, der gesagt hat: Ich bin ein alter Mann und habe viel Schreckliches erlebt. Zum Glück ist das meiste davon nie eingetroffen. Warum hat er das gesagt? Weil all das, was wir hier visuell, virtuell erleben, weil wir Ängste haben, Sorgen bezüglich der Zukunft oder ähnlichem, erleben wir biologisch gesehen real. Die Gefühle entstehen real. Wenn du Angst hast, ist die Bedrohung nicht real. Sie ist nicht akut, sondern du malst dir aus, was wäre wenn. Diese Angst gibt es nur hier, nicht in der Realität, aber trotzdem spürst du sie. Du hast trotzdem diese Angst. Und davon gilt es loszukommen, um dein Leben enorm zu bereichern, beruflich, zwischenmenschlich, auf allen Ebenen. Du wirst mehr wahrnehmen in der Realität, du wirst mehr Sachen sehen, denn deine fünf Sinne arbeiten alle und du bist die Welt am Spüren, ohne sie nur zu überdenken. Du erlebst sie, anstatt sie dir vorzustellen. Was kannst du also praktisch tun, um diesen Zustand zu erreichen? Ich möchte dir zwei Tipps mit an die Hand geben, die aber so ein bisschen in dieselbe Richtung gehen. Tipp Nummer 1, so banal wie es klingt, atmen. Und ich habe das nie verstanden, wenn Menschen zu mir sagen, ey, du musst atmen. Ich dachte, ja, das mache ich, weil sonst wäre ich nicht hier. Aber das ist nicht das, worum es geht. Denn bewusst zu atmen ist der Schlüssel, der den Unterschied macht. Ich habe am Wochenende auf dem Seminar was ganz Interessantes gelernt. Das nennt sich quadratische Atmung. Das heißt beispielsweise, du atmest 4 Sekunden ein, dann hältst du 4 Sekunden, atmest 4 Sekunden aus, hältst wieder 4 Sekunden und atmest wieder 4 Sekunden ein.
Wenn du das so machst, wirst du das automatisch sehr bewusst tun. Und du wirst feststellen, umso mehr du dich auf deine Atmung konzentrierst, umso ruhiger wird es hier oben, umso achtsamer wirst du, umso mehr erlebst du die Welt um dich herum. Das gleiche Prinzip, und das wäre der zweite Tipp, liegt dem Grundgedanken der Meditation zugrunde. Die Meditation, gerade die fernöstliche, gibt oft dieses Bild, dass unser Verstand ist wie ein wilder Hund. Und er steht irgendwo und dann geht da irgendwie eine andere Hündin lang und der Verstand ist, dann gibt es da was zu fressen und der Verstand ist, dann gibt es da irgendwie einen interessanten Geruch und... So, und Ziel sollte es sein, diesen wilden Hund, oder manche machen das symbolisch mit dem Affen, der die ganze Zeit irgendwo hin will, den gilt es zu zähmen. Denn, versteh mich nicht falsch, wenn du viel in deinem Kopf unterwegs bist, wenn du viel nachdenkst, dann spricht das dafür, dass du kognitiv sehr fit bist. Allerdings ist das sinnvoll oder ist das eine positive Eigenschaft der Menschheit, solange wie unser Verstand unser Diener ist. Wenn du eine Matheaufgabe lösen musst, frag deinen Verstand. Wenn du was nachdenken oder berechnen musst oder zu irgendeiner Lösung kommen musst, frag deinen Verstand. Blöd oder problematisch wird es an dem Punkt, wo wir nicht mehr der Herr unseres Verstandes sind und ihn benutzen wie ein Werkzeug, sondern in dem Moment, wo unser Verstand zu unserem Herr wird. Wir also quasi Sklave sind von unserem Verstand. In dem Moment, wo unser Verstand über Sachen nachdenkt, die wir gar nicht gut finden, die uns vielleicht auch runterziehen oder in eine falsche, für uns falsche Richtung lenken, wir aber eben nicht sagen können, zack, ich möchte jetzt aufhören daran zu denken. Genau in dem Moment hört es auf, gut zu sein, viel nachzudenken, denn es wird zu einer Belastung. Meditation ist einer der Wege, wie du davon wegkommen kannst, denn Meditation führt zu Achtsamkeit. Achtsamkeit heißt, dass du im Jetzt lebst, bewusst lebst, Sachen wahrnimmst, spürst, siehst, hörst, schmeckst, fühlst, riechst, all das tust, aber nicht hier oben unterwegs bist und damit voll da bist in dem Moment. Und du wirst auch spüren, dass es auf ganz vielen Ebenen dein Leben verändern wird. Nicht nur in dem Bereich des Erfolgs, denn was denkst du, wenn du regelmäßig meditierst, in dem Stande bist, der Herr deines Verstandes zu sein, wie sehr kannst du dich fokussieren auf deine Ziele? Natürlich, es kommt nicht immer irgendwelche Gedanken, die dich davon abhalten, du kannst dich fokussieren. Was denkst du, wenn du fokussiert bist, wie die soziale Komponente bei dir in deinem Leben nach oben steigen wird? Weil Leute merken, du bist da, wenn sie sich mit dir unterhalten. Weil Leute merken, du hörst ihnen zu, du bist präsent und du denkst nicht über irgendwelche anderen Sachen nach. Beispielsweise, was du als nächstes Schlaues sagen kannst, um gut in dem Gespräch dazustehen. Dass diese eine Sache wird, sofern du einer der Menschen bist, der sehr viel in seinem Verstand unterwegs ist, in dein Leben auf eine komplett neue Ebene bringen. Probier es aus, versuch es mit der Atemtechnik, berichte mir davon, was das in deinem Leben verändern wird. Ich wünsche dir sehr viel Spaß damit und wenn du irgendwelche Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentare. Ich weiß, dass das ein großes Thema ist und eine Sache möchte ich dir noch mit auf den Weg geben. Wenn du jetzt denkst, oh, ich muss aber das noch wissen und es gibt verschiedene Arten der Meditation und ich bin da nicht schlau genug für und ich habe da überhaupt keine Ahnung, wie man das macht und vielleicht brauche ich da ja eine Matte, vielleicht muss ich sitzen, liegen, vielleicht muss ich das machen, wie geht denn das mit dem Om, muss ich so machen, muss ich nicht so machen, etc., dann spricht sehr vieles dafür, dass du ein Kopfmensch bist, ein hohes Kognitionsbedürfnis hast, denn all diese Informationen brauchst du nicht. Es ist wesentlich einfacher und wesentlich banaler, als es klingt. Setz dich hin, sei entspannt, hab die Augen auf oder hab sie zu und atme bewusst, beispielsweise mit der quadratischen Atmung. Setz dich einfach hin, halte die Augen offen und atme bewusst. In dem Moment ist das der Einstieg dafür, für all die Sachen, die ich eben als positive Benefits dahingehend erläutert habe. So, wenn dir das Video gefallen hat, abonnier den Kanal, lass einen Kommentar da und einen Daumen nach oben. Schön, dass du hier warst. Bis dahin, adios.